Ja, dann nimm mal das. Das sind 2 Liter. Ja, interessant, ne? Mal brauchst du 1 Liter, mal brauchst du 2 Liter. Also sagen wir mal, im Schnitt 2 Liter, das heißt, wir ordern jetzt einfach von jedem mal so 2, 4, 6, 8. Ah komm, 4, 15 Liter, wir haben es doch. 15 Liter holen wir uns jetzt. Damit wir für jedes Feld auf jeden Fall was da haben. Ach Quatsch, ich bin ja Fahrzeuge. Da haben wir schon genug da. Agrochemie, da sind wir. So, wir wollen ha. Ja, 100 Liter, ne? Direkt 100. Es waren eben 2, habe ich gesagt. Naja, wir nehmen direkt 100. Wir immer hauen rein alles damit raus hier. So, Mist, sollten wir noch genug haben. Hier fängt er auch schon an. Das wird noch gar nicht voll. Okay, interessant. Ach, jetzt fällt es mal ein. Wir konnten große Kuhstelle bauen. Wo wollen wir denn anbauen? Verbesserung Gebäude können wir auch noch machen. Ein noch größeres Haus. Im großen Haus des Eigentümers hast du Zugang zu allen Funktionen des mittleren Hauses. Wow. Der Autobörse 2x die Woche. Autobörse? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Oder meinen die damit den Verkauf der Waren? Börse werfen mich hier Aktien, Krediten, so Kram. Also, ich lasse mich mal überraschen. Ja. Felder mit einer maximalen Größe von 100 mal 100 Metern. Ja, machen wir natürlich. Haben wir nichts zu verlieren, außer das bisschen Geld. Schulung können wir auch mal wieder gucken, wenn wir schon dabei sind. Windräder können wir bauen. Ha, da fällt mir jetzt richtig viel ein. Vorbeugung gegen Pilze, Vorbeugung gegen Unkraut. Oh, das möchte ich auf jeden Fall machen. Wir nehmen auf jeden Fall Unkraut schon mal. Das ist gut, das soll so sein, das muss so sein. Also, und wir wollten ja noch Land dazu kaufen. Grundstück kaufen. So. Hier würde ich gerne vielleicht für die Felder überlassen. Ja, oder hier, so den Bereich für die Felder. Sollen wir hier unten dran bauen? Oder hier? Nee, das lohnt sich nicht. Nee, nicht da unten dran. Was? So, da wo du jetzt bist, nicht da unten hin. 65.000 ist ja ein Schnapper, kaufen das direkt mit. Sache, wir haben es ja. So. Ist mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie dann wieder, wenn man wieder reinscrollen muss. Schön. So, hier können wir dann unsere großen Tierstelle gleich bauen und unseren Windradpark. Ich würde sagen, Windradpark bauen wir auch hier unten hin. Nochmal ganz kurz, sorry, ich will nochmal schauen, ob wir jetzt irgendwie... Hallo? Ich raff das nicht. Die Tomaten waren noch rechtzeitig da. Sie sind rechtzeitig da. Wir haben gerade mal den 8.5. Warum machen die keinen Saft? Lager Tomaten. Ach, der braucht mindestens 100 Kilo, oder? Ist das nicht deren Ernst? Doch, wahrscheinlich. Hatte ich nicht auch aus Versehen 2x geordert? Ups. Pass auf, wir holen uns mal Tomaten. Na, ja, das ist Paprika. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Tomaten, Erdbeeren. Tomaten haben hier, die kommen nicht weiter. Tomaten haben wir gar nicht in der Produktion bis jetzt. Wir holen uns auf jeden Fall Tomaten. Und wir holen uns davon 600 Kilo. So, und dann hoffe ich, dass die einfach mal da ein bisschen Saft auch draus machen. Und derweilen werden wir uns jetzt mal unserem Windpark widmen. Ich mag Windräder, das haben wir ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und haben schauen wir mal, wie viel die jetzt hier noch bringen. Ich mag Windräder nicht so, aber das machen wir jetzt nicht nochmal als Thema. Warum machst du das so, oder? So. Ja, da geht Kohle drauf. Aber es ist gerade für den Anfang, wenn man diese
ja, wie soll man sagen, Spielweise wählt. Wir hatten das ja auch mal getestet in der Beta. Das hat sich gelohnt. Also man hat zwar nicht so viel wie bei den Mastbetrieben oder den Metzgereien jetzt oder Schlachthäusern an monatlichen Einnahmen, aber man hatte so bei, ich weiß gar nicht, was hat man, 10, 15 Windräder? Mehr, glaube ich, am Ende, ne? Mehr, ne? 20, meine ich. Da hat man schon, ich glaube, so 70.000, 80.000 locker im Monat mit eingenommen. Das konnte doch was. Sag mal, 18 Stück. Ah, komm, zwei noch, komm. Ja, komm, wir bauen noch zwei. Doch, das ist sonst, dann haben wir 20 Stück, genau, das soll jetzt kommen. So, jetzt reicht's aber auch. So, kann man jetzt auch hier die Straße noch hochbauen? Ja, wunderbar. Ein Träumchen, sag ich da nur. Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte da nur eine Straße bauen, damit unsere LKWs da auch schneller vorankommen. So. Können wir direkt mal gucken. Na gut, 42 eingespeiste monatliche Energie. 10 kosten die uns im Monat. Also, ja, aber gucken wir einfach mal, was sie uns einbringen. Das sehen wir nachher im Bericht. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall lohnen. So. Achso, und wir wollten wegen Tierstellen gucken. Jetzt geht's rund mit dem jungen Hund. Warum können wir den nicht bauen? Oh, nö. Errungenschaft freigeschaltet. Unglaublich reich. Wieso unglaublich reich? Ich habe doch schon fast 3 Millionen wieder auf den Kopf gehauen. Ja, weil du wahrscheinlich so viel verprasst hast. Ja, hier, wegen Windrädern. Ich bin... Du bist jetzt Windrad... Millionär. Ventilomär? Ich denke mir noch ein Wort aus. Oh, Stau auf der... Windradfarm. Da tut jetzt auch nichts mehr, wa? Ah doch, sie laden ab. Sehr gut. Ich hatte gerade schon wieder so ein bisschen Bedenken. Okay, so. Wir können die großen Tierstelle leider noch nicht bauen, weil wir noch weitere Schulungen brauchen. Wer hätte es gedacht? Ist das nicht toll? Wir haben ein Jahr lang warten müssen, damit wir jetzt noch weitere Kurse erlernen müssen, erbringen müssen. Kurs für Tierzüchter, industrielle Verwaltung von Schwan. Nee. Kurs für Tierzüchter, auch 3 Tage, ja, komm, hau mal. Ach so, der haben wir noch gar nicht fertig, da habe ich ja eben begonnen, der macht ja 30 Tage. Der Kurs gegen Unkraut, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, was ist los? Was will das Spiel mir sagen? Der mag das manchmal nicht im Schnellvorlauf. Ah, jetzt geht's aber. Das sieht aber jetzt ein bisschen seltsam aus. Wir gucken mal hier drauf. Interessant. Guckt genau hin. Ihr werdet müde. Eure Augen fallen zu. Nee, guck mal. Ey, das ist voll strange, oder? Da hab ich gerade voll Spaß dran. Auf die Linie zu starren, oder was? Ja, aber warum macht er? Ich meine, wieso? Guck mal, wenn man ganz nah rangeht, dann ist das wieder eine Linie, ne? Ja, weil das so ist. Ah, ist egal. Bupp. Eine Pflanze. So. Jetzt habe ich vor lauter Quatscherei und Macherei mal hier wieder die Felder vergessen. Boah, ja klar, man, ich kenne mich ja. Wir düngen dieses Feld. Das haben wir noch nicht gemacht. Pass auf, wir haben einen Miststreuer für Mist. Wir kaufen uns jetzt noch einen Güllestreuer? Nee, Kunstdünger? Nee, Güllefass. Ein Güllefass, aber sowas von. Dann können wir nämlich, wir produzieren ja quasi durch die Kühe automatisch Mist und Gülle. Da können wir die Gülle auch ausbringen. Und unser schwarzes Gold. Ich weiß gar nicht, kann die kaputt gehen? Nee, ne? Oh, doch. Aber das dauert lange. Ja, dann
Mist, jetzt haben wir schon Mai, aber es geht noch gut auf. Also wenn wir bis Juni, Juli spätestens und wir haben Pilzbefall und noch, nee. Ach, super. Ja, bis Juni, Juli spätestens. Wenn wir bis Juni, Juli spätestens die Felder angesetzt haben, dass sie im Wachstum sind, geht das noch aus. Handpilz. Und wir haben hier, ach, so ein Grasfeld, ja, ach ja, komm, bitte. Da ist es mir sogar noch egal, da kann ich ja froh sein, dass wir das da haben. Geht das per Hand? Warte mal. Da brauchen die bestimmt Jahre, ne? Wohl acht Liter. Ach komm, lass uns mal per Hand machen. So, jetzt irgendeine Marschmusik müsste jetzt eigentlich an der Stelle rein. Da kommen sie schon. Und es geht los. Wie jetzt? Was war denn das? Die kippen da vorne auf der Ecke und sind wieder weg, oder was? Ist das euer Ernst? Oder sind die jetzt schon alle kaputt? Ja, ist ein weiter Weg, ne? Nee, was machen die denn da jetzt gerade? Die sind aber hier noch nicht mal ansatz. Ach Gott, jetzt gehen die tatsächlich, die machen die Spritze leer, dann laufen die wieder hinten zum Lager, um voll zu machen, dann wieder hier anzufangen. Mhm. Das ist nicht den Ernst, oder? Ach guck mal, jetzt sind sie schon 3 Meter weiter. Wow. Aber es laufen viele. Wahrscheinlich haben die auch nicht viel Ausdauer und müssen sich nur aus. Nun gut, okay, wir lassen die da unten mal mit ihren Giftspritzen alleine. Hier kommt noch gerade unser Güllefass, also unser Güllestreuer, wie auch immer. Güllefass hieß das, ne? Das müsste das Ding eigentlich sein. Und was wollten wir hier machen? Ich habe schon wieder verdrängt. Wir wollten hier Weizen wollten wir setzen. Weizen war das. Doch, jetzt habe ich es wieder. Wir wollten Weizen setzen. Das tun wir auch schnell. So, und hier unten. Oh, wir müssen noch kultivieren sogar. Nee. Ach Mist, jetzt haben wir natürlich alle unten auf dem Feld rumkraxeln, ne? Oh Mann. Pass auf, ich muss kurz speichern. Tut mir leid. Ich muss speichern, weil ich habe ein bisschen Panik, wenn ich die Leute jetzt hier raushole, dass das schief geht. Ja, wir möchten das abbrechen, weil ihr macht das schon seit Monaten. Jahren. Seit Generationen. Okay. So. Also sie macht das noch. Einen hat man scheinbar noch frei zum Fahren. Dann soll der hier... Hallo? Wieso haben wir denn jetzt... Sind die fertig? Ja, ist ein Träumchen, das klappt wieder. Was ist eigentlich jetzt, was ist eigentlich mit unserem... Ich hatte doch eben Tomaten bestellt, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Sind die noch nie angekommen? Das kann doch nicht sein, oder? Das Spiel mobbt mich. Mob, 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 mob. So, das geht. Die sind scheinbar fertig hier unten mit dem Grasfeld. Jawohl, das sieht gut aus. Die sollten hier auch direkt mal Gift draufbringen. Und was haben wir jetzt? Dürre auf deinem Feld. What? Achso, hier, wo die Kirschbäumchen drauf sind. Ja, die Maschine geht natürlich nicht. Hier, komm, schnappt euch die Gießkanne, es geht los. Oder, ne, nach einer durchgezechten Nacht, wenn die Blase drückt morgens, kann man auch mal Bäumchen besser gehen. Ich meine, das geht auch. Ja, die müssen einfach nur mal kreativ sein. Man könnte so viel Geld sparen und Wasser. Ja, wer weiß, vielleicht hilft,
Ach komm, wir lassen das Thema. Weißt du, die Traktoren fahren so in Schlangenlinien. Wieso Traktoren? Ich rede von meinen Mitarbeitern. Ja eben, wer bedient denn die Traktoren? Ja, die sind doch dann ausgenüchtert. Ja. Gut. Ich habe gerade vergessen, was ich wieder machen wollte, aber ist egal, wir gehen jetzt einfach hier oben weiter. Boah, das ist schlimm, ey, wenn man sich so verquatscht. Ach, wird schon. Hast du Fortbildung, sind am Laufen? Ja, hier, 16 Tage. Mhm. Du musst die kleinen Fortbildungen machen, die haben viel gebracht, wenn du nur so einen Tag die Dinger erstmal wegdingst. Ich habe das gemacht, weil das jetzt gegen Unkraut war. Ja. Ach, gegen Unkraut, genau, wir wollten hier Gift ausbringen, ne? Ah, unten kannst du ernten. Wir wollten Gift ausbringen. Wir tun auch direkt Gift ausbringen. Da unten kannst du auch noch ernten. Ja, du kannst ernten. Ach, du kannst ernten. Habe ich schon gesagt, dass du ernten kannst? Was machen wir jetzt hier, Emil? Dummes Gesicht und Eindruck, oder? Ernten. Ja, klar. Hm. Da ist noch gar nichts angepflanzt. Sollen wir das mal probieren? Ja, der gibt gar nicht frei, sehe ich gerade. Nee. Können wir gar nicht probieren. Irgendwas stimmt da nicht. Oh nee, wenn ich die jetzt lösche. Oh, ich mache das nicht gerne, weil die sind jetzt quasi aus der Aufgabenliste noch nicht raus, wie man sehen kann. Hier steht ja, Pflügen dauert an. Und wenn ich jetzt hingehe, das Gebäude lösche, sprich abreiße, könnte es sein, dass die Mitarbeiter nicht frei zur Verfügung stehen. Und dass ich da nichts mehr bauen kann und dass irgendwie diese Aufgabe in Wirrwarr der Save-Game-Datei noch rumschwört und es zu Problemen kommen könnte. Ach, der macht er beim Obstrecker. Warum? Wir haben noch hier. Feldspritze, die war doch Feldspritze, Felder zum Schutz von Pflanzen bespritzen. Und wo macht er das denn dann? Der hier unter dem großen Trecker. Ach, ist mir auch egal. Ich denke jetzt nicht drüber nach. Wer soll mit dem kleinen Trecker fahren? Worum er jetzt. Apropos, worum er jetzt rumschwört? Wo ist er denn? Mein Freund. Oh, er fährt schon. Toll. Nein, ich fahre nicht selber. Nein, so fahre ich. Ja, das ist toll. Wie komme ich hier wieder raus? So. Upsi. So. Wo fährt der Traktor hin? Wo fährt er hin? Wo fährt der Traktor hin? Wo? Wir schaffen das heute noch mit den Feldern. Hier irgendwie sind wir auch im Wachstum. Was wollten wir unten machen? Wir wollten hier unten machen. Kommt der Traktor auch mal an? Wir wollen auf jeden Fall erstmal düngen. Und dann wollten wir wieder. Aber wir gucken gleich mal, was über ist. Wir hatten es ja bestellt. Hier unten muss noch Pilzmittel drauf. Fußpilz, Haferpilz. Antifungi. Eine Pizza Fungi, bitte. Wir haben nur eine Feldspritze. Beziehungsweise zwei, die für den Obstgarten haben wir ja auch noch. Wir sind gerade beide quasi in Aktion, wie man sehen kann. Dann soll der doch, nein, soll er doch hier oben noch kultivieren, in der Zeit. Aber wenn du jetzt überlegst, wir haben jetzt 3 Millionen ausgegeben, ne?
Ja. Wir waren fleißig. Um die zu verdienen, hätten wir auch verdammt lange gebraucht.